Hallo, hier ist wieder Tuberhorst 1. Ich möchte euch ein Video über die 16. ADAC-Rallye Bad Emstal zeigen und anschließend noch einen Ausschnitt von einer Rallye aus dem Jahre 1986, wo es zu einem schweren Unfall kam. Ein Fahrzeug raste in die Zuschauermenge. Zusätzlich habe ich noch einen Ausschnitt, wie ein Panzer ein Auto überrollt. Viel Spaß beim Video. Startnummer 230 ist die Kulmsberger Mafia im Anmarsch. Thorsten und Boris Baumann, Markus Klump. Ja. Das warten, bis ihr das Mikrofon an den Mund haltet. Okay. Also alles selber auch? Ja. Ja, nicht sehr gesprächig. Okay. Opel Corsa 1500 aus dem Jahre 1990. Die Renngemeinschaft Oberberg hat schnelle Autos. Gehört eures mit dazu? Ja, ganz bestimmt zu den schnellsten. Aber es ist ein toller Club, ich bin da ganz gerne und das sind alles tolle Leute. Ich begrüße auch unseren zweiten Vorsitzenden, den Michael Wieck, heute bei der Veranstaltung. Und den musst du mal fragen, wer schnell ist. Gut, werde ich tun. Wenn ich den noch irgendwo erwische, mache ich das. Euch wünsche ich alles Gute. Noch vielleicht ganz kurz zum Motor. Ja, läuft. Hast du was gefehlt? Okay, ja Friedhelm, trotzdem, schönen Dank für deine Auskünfte. Aha, ganz genau, so ist es. Ist der Fahreranzug und diese Dinge auch vorgeschrieben? Nein, überhaupt nicht. Gut, aber Helm, Sicherheitseinrichtung muss natürlich vorhanden sein. Da gebe ich dir völlig recht. Soweit mir bekannt ist, nur bei einem einzigen, aber da kann dir nachher Ede mehr zu sagen. Der Ede, damit gibst du das Stichwort. Ede ist also auch ein technischer Abnahmekommissar, ein ganz knallharter Bursche, so, fast so wie unser Friedhelm, aber trotzdem, was sein muss, muss ja sein. So, jetzt haben wir eine Pause, wunderbar. Nun kann ich mich erholen und ein Bier trinken. Danke, ich melde mich gleich wieder, wenn es dann wieder weitergeht. Jetzt sind wir an der Bommernkaserne in Wolfhagen. Die Parkplätze sind schon alle belegt. Jetzt geht es zur Strecke Philippinendal-Ista am Helfenberg. Es kommt ein Sturm auf und Regen und die Zuschauer verlassen das Feld. Nun geht es zur nächsten Strecke,
Balhorn Elbenberg am Russenweg bei dem Bahnübergang. Und hier ein Ausschnitt aus einer Rallye aus dem Jahr 1986, wo sich damals ein schwerer Unfall ereignete, als ein Fahrzeug direkt in die Zuschauermenge raste. Es ist die gleiche Strecke Balhorn-Elbenberg an diesem Bahnübergang. Jetzt kommt das Unfallfahrzeug, hebt ab und rast direkt in die Zuschauermenge. Hier noch einmal die Zeitlupe. Es hebt mit allen vier Rädern ab. Kurze Zeit später trifft auch schon der Krankenwagen ein. Die schwer verletzte Frau wird abtransportiert. Die Veranstaltung wird abgebrochen.
hier das Ganze noch einmal in Zeitlupe.